Herzlich willkommen zu diesem Einstieg zu Wikipedia bzw. MediaWiki. Wikipedia ist ja eine offizielle Seite, ein Nachschlagewerk, das gigantische Ausmaße angenommen hat. Aber die Werkzeuge, die dahinter stecken, diese ganze Programmierumgebung, die ist frei zugänglich und kann auch für die Erstellung eines eigenen Nachschlagewerkes gebraucht werden. Es gibt verschiedene Angebote, die man einfach so nutzen kann. Wir haben es an unserer Schule selber installiert, auf unserem Webserver. Du siehst hier die Adresse, anschließend an das .ch kommt noch MediaWiki und du bist auf der Hauptseite. Im Moment, wir haben erst gerade begonnen, wirkt sie noch etwas leer, aber trotzdem möchte ich dir zeigen, wie du damit arbeitest. Zunächst einmal musst du einen Account lösen. Du klickst hier auf Anmelden. Wenn du schon einen hast, kannst du hier nachher Benutzername und Passwort eingeben. Falls noch nicht, klickst du hier auf Neues Benutzerkonto anlegen. Dann den Vornamen, Nachnamen. Ohne Ö und sonstige Umlaute das Passwort, das du haben willst. Dann die E-Mail-Adresse musst du nicht unbedingt angeben. Ich bitte dich also aber, das trotzdem zu machen. Ich habe hier jetzt einen erfundenen Account, deshalb lasse ich das. Die E-Mail-Adresse wird vor allem dann gebraucht, wenn du mal das Passwort vergessen solltest, dann wird es dir per Passwort zugeschickt und auch als Bestätigung. Also hier unbedingt eine E-Mail-Adresse angeben und natürlich den echten Namen, damit man weiß, wer dahinter steckt. Wenn du zum Beispiel eine komische E-Mail-Adresse hast. Dann kannst du hier angeben, auf diesem Computer dauerhaft anmelden. Ich mache es nicht, weil an diesem Computer weitere Leute arbeiten, aber anschließend klicke ich auf Benutzerkonto anlegen und du bist direkt angemeldet. Du siehst, hier hat sich das Menü geändert. Über Abmelden gelangst du wieder nach draußen, bist du wieder an der üblichen Oberfläche, erneut anmelden und jetzt siehst du, ist es schon vorbereitet, Gusti Brösmeli und das Passwort, das ich dir natürlich nicht verrate. Übrigens arbeitet Wikipedia immer mit Großbuchstaben zu Beginn der Wörter, auch bei den Dateien. Also anmelden.